Erinnert ihr euch noch an die Reaction zum MGP-Video, wo ich gesagt habe, so, wer drückt das denn so an? Das macht doch keiner. Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. Wir haben ja letztens ein Video von Nexus One TV geguckt. Da war der Kopfbau noch nicht so on point und auch die Pfeife war ein bisschen kritisch. Jetzt hat er nochmal ein Video rausgehauen. Der perfekte Shisha-Kopf, jetzt erst recht. Wir sind sehr gespannt, ob er sich verbessert hat, wie er sich verbessert hat und was so in dem Video passieren würde. Ich würde sagen, wir gucken auch einfach mal rein. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar die SFWGQ oder Shisha. SFWGQ, what? Hat auf ein Video von mir damals mal, ja was heißt damals, vor ein paar Wochen oder so darauf reagiert und in den Kommentaren stand, mach doch mal noch eins, mach noch eins, mach noch eins. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, ich mach nicht noch mal eins, weil ich keinen Bock auf Hate-Kommentare hatte oder habe. Aber ihr wollt einen zweiten Teil haben, der perfekte Shisha-Kopf, aber jetzt erst recht voll. Und heute wird der sein. Dann fangen wir mal an. Okay, wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, was passieren wird, Leute. Zur Erinnerung, das letzte Mal gab es einen relativ günstigen Tonkopf mit einer Lage Haushaltsalu, mit der Lochung des Grauens, dazu eine uralt Kioskpfeife, die so könnte man machen. Aber sie war halt auch noch super dreckig. Auch der Kopf war super dreckig. Ich hoffe, 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 dass der gute Herr Nexus hier seine Lektion gelernt hat und jetzt einen noch geileren Kopfbau raushauen wird. Ich bin sehr gespannt. Haben wir Tonkopf von Amy mit. Nicht der geilste Kopf, so viel schon mal vorweg. Aber man kann es machen, ja. Man kann damit akzeptable Köpfe bauen. Nicht die geilsten Köpfe, aber ey, immerhin ist der Kopf schon mal sauber. Also sehr, sehr nice. Einer Amy Deluxe haben wir. Pfeife auch viel, viel besser als vorher. Dieses Mal eine bessere Pfeife als beim letzten Mal. Zahnstocher, ja, weil sich aufgeregt worden ist mit der Zange. Nee, wir haben hier Zahnstocher. Auch sehr so geil. Dann nehme ich ihn jetzt mal. Und hier rauchen wir nämlich Kaugummi, Minze. Ja. Und es wurde sich ja aufgeregt. Also er drückt sehr, sehr stark an. Das müsste nicht sein, ja. Aber mal gucken, wie viel Tabak er noch reinmacht. Dass wir kein Loch gemacht haben. Nee, habe ich mich nicht drüber beschwert. Man muss kein Loch machen. Da wurde sich ja sowas von aufgeregt, beschwert, bla bla bla. Ja. Aber wenn ihr das so wollt, ist doch gar kein Problem, denn normalerweise, wir brauchen dann noch nicht mal Folie eigentlich, weil wir haben hier, nice, haben wir das mit Kamin. Mit Kamin diesmal, nicht mit Alufolie, also auf jeden Fall ein Level Up zu, wie sie Alufolie benutzt haben, auf jeden Fall ein Level Up jetzt mit Kamin. Also brauchen wir keine Folie, also wird sich auch nicht aufgeregt darüber. Erinnert ihr euch noch an die Reaction zum MGP-Video, wo ich gesagt habe, so, wer drückt das denn so an? Das macht doch keiner. Nee, so rum. Ja, komm, dann immer noch ein bisschen. So. Es ist schon viel zu krass angedrückt. Aber Senex, falls du das siehst, Props, es ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Jetzt noch den Kopfbau ein bisschen besser und dann habt ihr echt kein verkehrtes Setup. So kann man machen. Wäre nicht mein Traum-Setup, aber ich habe viel weniger zu meckern als beim letzten Mal. Ich würde nur den Tabak nicht so hart andrücken. Ich würde das Ganze locker fluffig reinpacken, in der Mitte ein kleines Loch lassen, weil das ja so ein Funnel-Mehrloch-Hybrid-Kopf ist. Also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn du dir einen Oblaco holst und eine Smokebox oder irgendeinen guten Funnel mit einer Smokebox. Das wäre natürlich mein Traum. Aber ansonsten, wenn du den Kopf nehmen willst, würde ich halt locker fluffig den Tabak rundherum reinmachen. Also das mit dem Andrücken, das wird wahrscheinlich nicht so geil rauchen. Ja, und er wird dieses Video auf jeden Fall morgen in seinem Stream angucken,
würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Hack gönnen würdet, ein bisschen drauf eingehen würdet auf das Video. Und so sieht er aus. Ja, dieses Mal mit Loch, schön voll, damit es auch gar nicht beschwert wird. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Aber Leute, ich bin einfach super, super froh über die Entwicklung vom letzten Mal zu diesem Mal. Also, lieber Zenex, wenn du da noch einen dritten Part zu machen willst, dann gerne nochmal, gerne den Kopf schön fluffig befüllen diesmal, so knapp unter den Rand, dann Kamin drauf, dann sollte das nochmal besser laufen. Aber wir gucken erstmal weiter, vielleicht läuft das Ganze ja gut. Ja, so, Freunde, Ski wieder am Start. Die Kohle, die wird jetzt draufgepackt, weil es ja sich beschwert worden ist, dass man ja nicht gesehen hat, wie der Kopf gequalmt hat. Ja, man, beim letzten Mal hat das Kopfbauvideo einfach aufgehört, als der Kopf gebaut war. Aber man will ja auch die Rauchentwicklung sehen. So, ich will doch jetzt auch wissen, ist es jetzt nice oder ist es kacke? So, vielleicht sag ich ja so, ja, ich würde den nicht andrücken und so weiter. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm und der Kopf raucht jetzt gut und die haben einen nicen Geschmack am Start. Könnte ja sein so. Ich bin auch nicht allwissend. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber jetzt sehen wir es. Ja, heute sehen wir es. So, ihr wolltet ja sehen, wie das raucht. Wir müssen die erstmal anrauchen. Ja, ist klar. Erstmal muss das Ganze warm werden. Vorher passiert ja noch nicht viel. Ja, Kohle hier und da noch ein bisschen schwarz. Hätte man vielleicht nochmal drehen können und so, aber wird wahrscheinlich okay sein. So, wird das Ganze angeraucht. Kohle noch ein bisschen in die Mitte, damit das Ganze auch schneller geht beim Anrauchen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet, weil komm, also die Freude können wir ihm machen, oder? Also ich finde die Mühe. Ich würde mich tierisch freuen darüber. Und jetzt hat die Shisha WG ihren zweiten Teil und ich werde den Titel auch provokant wieder nennen, der perfekte Shisha-Kopf, aber jetzt erst recht. Jetzt erst recht, genau so hat er es genannt. Der perfekte Shisha-Kopf ist es wieder nicht. Beim Kopfbau sind auf jeden Fall wieder einige Fehler am Start. Also der Kopfbau ist weit von dem perfekten Kopfbau weg. Aber viele Sachen, die sie am Anfang sehr, sehr krisenmäßig gemacht haben, sind auf jeden Fall deutlich besser geworden. Zenex, wie gesagt, ich hoffe ja auf den Teil 3, wo du nochmal den Kopf ein bisschen fluffiger baust, ein bisschen mehr Tabak reinmachst. Und einfach den Kopfbau noch ein bisschen nicer machst. Ja, weil Pfeife ist jetzt gut. Kaminaufsatz ist okay. Wenn du das magst, ist das okay für mich. Muss nicht jeder mit Smokebox rauchen. Aber Props an die Entwicklung. Also ist viel besser als vorher. Safe. Wir wollen jetzt sehen, wie es qualmt und wie ich rauche. Jetzt qualmt es mehr, weil die jetzt gut an ist. Und dieses Mal haben wir auch eine anständige Pfeife. Nicht ja, so wie das letzte Mal. Und Füße gehen raus. Ja, Moment. Er nimmt's mit Humor. Ja, kommt erstmal die ganze Feuerwehr aus der Ortschaft vorbei. Grüße gehen raus. Danke fürs Durchfahren durch mein Video. Aber gar kein Problem. wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich tierisch freuen. Und das glaube ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, der perfekte Shisha-Kopf. Jetzt erst recht, Freunde. Jetzt erst recht 2.0, Digga. Ich will jetzt noch ein Kopfbauvideo von dir sehen, wie du das Ganze nochmal machst. Selbe Pfeife, von mir aus auch selber Kopf, von mir aus auch wieder mit Kamin. Mach das Ganze fluffig bis knapp unter den Rand. Mach dann in der Mitte, ja, einfach komplett den kompletten Kopf voll machen, fluffig bis knapp unter den Rand. Ohne Andrücken, ohne nichts, nur ein bisschen verteilen, dass das schön gleichmäßig überliegt. Dann in der Mitte so ein kleines Loch über dieses Mini-Funnel-Loch von diesem Amy-Kopf.
und dann den Kamin drauf mit drei Kohlen, die noch eine Minute länger auf dem Anzünder lassen und dann hast du für das Zeug, was du daheim hast, das Maximum rausgeholt und dann wäre ich richtig, richtig stolz, wenn ich überlege, das erste Video dann zum dritten, das wäre sehr nice, also Props gehen auf jeden Fall raus. Und Leute, wenn euch dieses Reaction-Video gefallen hat, sehr, sehr gerne unten noch ein Abo und einen Daumen nach oben auch bei mir da lassen. Schaut gerne mal beim Nexus vorbei, wenn ihr die Entwicklung nicht verpassen wollt. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG. Bis dann, ciao.